Ja, servus liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video. Es geht heute um den Umbau meiner Inselanlage, genauer gesagt um den Speicher meiner Inselanlage. Denn ich werde meine Bleibatterien rauswerfen und gegen Lithium-Eisenphosphat-Batterien ersetzen. Ja, und damit werde ich auch einen Systemspannungswechsel halt vornehmen. Also ich werde von 12 Volt auf 24 Volt wechseln. Ja, und mit dem Wechsel halt des Systems werden auch Einstellungen oder auch mit dem Wechsel der Batterien werden Einstellungsänderungen an den Ladereglern halt auch notwendig. Ja, und welche das sind und weitere Infos nach einem kurzen Intro. Ja, willkommen zurück. Ja, wie gerade erwähnt, halt Einstellungsänderung, Laderegler. Dazu kommen wir aber dann halt gleich, wenn ich die Batterien angeschlossen habe, ja, und wir so mal am Laderegler halt gehen, dann zeige ich euch das halt. An dieser Stelle möchte ich halt kurz erwähnen, dass mir dieser Umbau jetzt natürlich halt auch super gelegen kommt. Denn zum einen habe ich demnächst halt auch nochmal, also da kommt nochmal ein Video dazu, werde ich meine Insel wieder zu einer Hybridanlage halt umbauen. Also aus den Batterien halt einspeisen und da so zwei, drei Besonderheiten noch mit verwirklichen. Seid gespannt, mehr dazu halt in dem Video dann. Ich wollte jetzt nur mal kurz anteasen. Ja, und natürlich wird mir der Umbau auch nur möglich, da Ampertime mir ja diese Batterien zugesendet hat. Allerdings möchte ich hier kurz auch einmal darauf hinweisen, dass ich eine dieser Batterien behalten durfte halt für die Videos, die ich gemacht habe, fürs Testen halt, fürs Vorstellen der Batterien. Die zweite Batterie hätte ich jetzt Anfang Dezember halt zurücksenden müssen. Ich finde die aber geil, die Dinger. Habe dann Ampertime halt angeschrieben, dass ich halt die zweite ganz gerne behalten möchte. Habe halt einen Preis genannt bekommen. Minimaler Sonderrabatt ist dabei. Ich habe jetzt nicht viel, viel weniger gezahlt, als ihr da draußen halt gerade über irgendeine Rabattaktion halt zahlen würdet. Und bin dafür sehr dankbar und das macht mir das Ganze natürlich auch erst möglich. So ehrlich möchte ich sein. Aber kommen wir doch jetzt mal zum Hauptthema, eben zum Umbau meiner beiden Batterien, Akkus, Batteriebänke. Ja, und zwar hatte ich meine Bleibatterien ja im 12-Volt-System gefahren. Das hat eigentlich nur den Hintergrund, dass ich 5 dieser Batterien halt zur Verfügung stehen hatte und die halt eben alle 5 halt nutzen wollte, also die volle Kapazität, die mir diese 5 halt geboten haben. Hätte ich jetzt ein 24 oder 48 Volt System halt da verwirklicht, dann wäre mir eine Batterie davon ungenutzt geblieben. Ja, diese Batteriebank habe ich jetzt auch schon abgeklemmt halt und werde natürlich halt dann gleich, ich nehme euch gleich mit rüber, dann die Lithium-Eisenphosphat-Batterien dann eben anschließen. Ja, und wie bereits erwähnt, es sind jetzt zweimal Lithium-Batterien mit 100 Amperestunden und trotz, dass ich nur 2 dieser Batterien mit 100 Amperestunden, 24 Volt Batterien, 100 Amperestunden halt anschließe, werde ich am Ende eine größere nutzbare Gesamtkapazität haben. Ja, warum das so ist, ich habe hier mal eine kleine Rechnung aufgemacht anhand so einem kleinen Bild hier. Schauen wir uns das mal eben an. Ja, kommen wir halt hier zum Vorher. Also ihr seht ja 5 mal 150 Amperestunden Batterien. Ergibt gleich 750 Amperestunden. Das Ganze mal 12,8 Volt halt gerechnet, ergibt dann 9600 Wattstunden bzw. 9,6 Kilowattstunden. Dabei Bleibatterien halt wirklich nur bis 50% entladen werden darf oder kann, bleiben von diesen 9600 Wattstunden, also 4800 Wattstunden nur übrig, beziehungsweise eben 4,8 Kilowattstunden. Jetzt dagegen, also 24 Volt System, 2 mal 100 Amperestunden, sind 200 Amperestunden mal die 25,6 Volt Spannung, gleich 5120 Wattstunden oder eben 5,12 kWh. Ne? Also damit ihr seht halt, damit wird die Gesamtkapazität, die höhere, die nutzbare, schon besser. Und ja, bevor solche Lithium-Batterien halt irgendwann mal an Kapazität verlieren, geht schon einige Zeit ins Land. So, und sie haben halt schon einige Vorteile, also Sulfatierung etc. Aber darauf möchte ich jetzt hier nicht genauer eingehen, denn das Ganze
würde jetzt schon hier den Rahmen sprengen. Sagen wir nur so viel, also ich spare am Platz ein, ich muss weniger Gewicht durch die Gegend schleppen, wenn ich mal irgendwas umbaue oder vielleicht auch ihr da draußen, wenn ihr euch, ja, wenn ihr mit dem Wohnmobil durch die Gegend fahrt und dort eine Inselanlage eingebaut habt, dann wäre das natürlich besser. Und durch den Wechsel der Systemspannung wird natürlich halt auch bei mir hier ein geringerer Kabelquerschnitt halt nur nötig. Also, weil ich erhöhe die Spannung, heißt geringere Ströme fließen durch, also kann ich geringere Kabelquerschnitte verwenden. Ja, damit mal kurz ein paar Vorteile angeschnitten halt, die so eine LiFePO mit sich bringt, beziehungsweise hier bei mir mit sich bringt. Ja, bevor wir dann jetzt zu den Einstellungen halt kommen, so die man halt vornehmen muss, muss ich natürlich halt die Batterien anschließen und dazu nehme ich euch jetzt erstmal mit rüber. Ja, noch stehen die Batterien hier, werden auch noch mal ein paar Tage stehen bleiben, da ich halt einfach die Batterien auch noch mal genau durchtesten möchte, bevor ich sie halt abgebe. Derjenige guckt garantiert auch jetzt zu und wird sich auch freuen. Lieben Gruß an dich. Und ja, ich werde sie halt auch noch mal halt für den Inselwechselrichter halt, ja, für den Test des Inselwechselrichters halt einfach benutzen. Aber jetzt schließen wir erstmal unsere Lithium-Eisenphosphat-Batterien hier an. So. So, ja, sieht ein bisschen wild aus hier mit der ganzen Kabellage, aber ich bin halt ein paar Sachen hier am Umbauen, am Testen. Ja, nehmt's mir nicht übel, aber ist halt manchmal so beim Sebastian. Bolzen schön festziehen. Ja, damit haben wir halt ja, unsere 24 Volt Batteriebank angeschlossen. Ja, hier hängen die beiden Laderegler, mit denen die Batterien jetzt verbunden sind. An dem haben wir Einstellmöglichkeiten. Hier haben wir keine Knöpfe. Wir gehen nochmal kurz rüber an den Schreibtisch. Ihr habt ja gerade gesehen, halt an dem einen Laderegler gar keine Knöpfe, an dem anderen ist ein Knopf, ist was einzustellen, aber wichtig erstmal vorab, hier Bedienungsanleitung, Daten der Batterie, heißt Ladespannung etc. pp. Diese Sachen sollte man sich halt auf jeden Fall halt natürlich halt vorher angucken, denn bei einer LiFePO sind die Werte anders wie bei einer Bleibatterie. Ja, aber bei dem ersten Laderegler, auf den wir jetzt eingehen, also der mit dem hellblauen Gehäuse, sind da auch gar keine Knöpfe dran, also wie gesagt, das Ganze ist hier über eine Connect-App halt alles einzustellen. Ja, und der hat halt auch eine Besonderheit, also weil er hat halt ein voreingestelltes oder vorprogrammiertes Ladeprogramm halt für LiFePO. Und darauf gehen wir jetzt mal ein. Ich versuche hier mal, ich mache euch hier mal eine Screenaufnahme, wo wir das Ganze halt dann direkt einmal abfilmen können. So, dann öffnen wir mal halt hier die App. So, wird verbunden. Ja, und wenn wir jetzt auf die Batterieeinstellungen gehen wollen, dann müssen wir hier oben rechts auf das Zahnrädchen gehen und dann eben auf Batterie klicken. So, und erstmal ist wichtig, hier oben, ich habe es schon umgestellt, ganz oben rechts steht Batteriespannung, und wenn ihr vorher mal ein 12 Volt System gefahren habt und dann umstellt auf 24, dann müsst ihr hier natürlich auch auf die 24 klicken.
Dann ist wichtig hier bei Batterievoreinstellung, also den vierten Punkt, wenn ihr darauf klickt und dann auf Voreinstellung auswählen, dann habt ihr ganz unten Smart Lithium, also LiFePO. Das ist eben das voreingespeicherte Ladeprogramm für LiFePO-Batterien. Und das könnt ihr dann auswählen und er übernimmt die ganzen Einstellungen. Ja, was ihr natürlich noch machen könnt, ist halt eine Absorptionsspannung, die verändern, die nach oben oder nach unten korrigieren. Ja, mit Plus-, Minus-Tasten oder ihr tippt halt doppelt drauf und könnt die Zahlen halt händisch eingeben. Dann habt ihr auch die Erhaltungsspannung, wo ihr genau das gleiche machen könnt. Ihr habt auch nochmal einen Expertenmodus, den ihr wählen könnt. Da habt ihr noch ein paar Einstellungen mehr, auch ein paar Taktungen halt mehr, wo es halt so, Ausgleichsstrom halt im Prozent, halt Ausgleichsstoppmodus, halt festgelegte Zeit, Ausgleichsdauer, wie lange soll der Ausgleich halt der Zellen gehen, sowas alles. Wir werden das aber nicht benutzen, also ich werde hier den Expertenmodus ja ausschalten und ganz einfach den Smart Lithium, diesen Lademodus halt einfach aktiviert lassen. Und was mir halt so ein bisschen hier fehlt, ist halt so eine Angabe zum Überspannungsschutz halt, wie viel Volt, ab wie viel Volt halt ein Überspannungsschutz aktiviert werden würde. Ich gehe aber davon aus, bei dem Hersteller der Ladegeräte, die machen so eine gute Arbeit, muss ich ehrlich sagen, dass irgendwo wird das halt schon eingespeichert sein, auch wenn man keinen Zugriff drauf bekommt hier oder das hier nicht angezeigt bekommt. Ich denke auch, dass der Wert in Ordnung sein wird. Ja, wo wir gerade bei Werten sind, weitere wichtige Werte sind natürlich auch Unterspannungsschutz. Habe ich bei dem Laderegler halt nicht, da ich halt keinen Lastausgang habe. Also da wird mir kein Unterspannungsschutz halt angezeigt, denn ich kann halt an diesem Laderegler direkt keine Last anschließen. Da müsste ich halt einen Direktabgriff von der Batterie halt vornehmen. Aber genau deswegen habe ich ja auch diesen zweiten Laderegler halt installiert bei mir. Und der zweite Laderegler ist auch ein MPPT-Laderegler. Das ist der Kollege, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Der zeichnet sich in seiner Besonderheit dadurch aus, der liefert halt, also kann bis zu 60 Ampere liefern, also nicht nur Ladestrom, sondern man kann den auch mit bis zu 60 Ampere halt am Lastausgang halt eben belasten halt, ne? Also bis zu 60 Ampere dort ziehen. Aber der Laderegler hat eben kein eingespeichertes Lithium-Eisenphosphat oder Lithium-Batterien-Ladeprogramm. Und daher, deswegen sagte ich halt, da gibt es zwei, drei Kleinigkeiten, auf die ich hier achten muss. Deswegen habe ich mich mit diesem Laderegler halt ein bisschen genauer auseinandersetzen müssen. Musste mir da auch nochmal die Bedienungsanleitung raussuchen. Den habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr irgendwelche Einstellungen halt vorgenommen. Ja, und bei dem Laderegler ist es halt so, hier steht, the controller had been programmed to properly charge 4 battery types. Ich sehe hier aber eine Tabelle halt mit 3 Typen von verschiedenen Batterien. Also einmal Battery Type halt 12, 24 oder 48 Volt. Ja, und dann sind halt eben die verschiedenen Typen angegeben. Also Sealed Lead, Gel und Open Lead. Und wir hier kein Lithium-Programm eingespeichert ist, musste ich mir dann auch die Bedienungsanleitung hier dazu nehmen und musste halt vergleichen. Jetzt sieht man hier natürlich halt bei der LiFePO, dass sie 24 Volt, also mit 28,8 plus minus 0,4 Volt, also 29,2 beladen werden kann, soll. Ja, und das hier trifft hier, oder diese Werte treffen eben auf die Open Lead hier in der Tabelle halt zu. Genauso gibt es hier unten noch ein paar Werte wie halt eben Niederspannungstrennspannung. Also wann sollte man halt die Batterie nicht weiter belasten. Und das ist halt hier laut Ampere Time halt in dem Datenblatt 21,6 Volt. Hier oben ist eine Überspannungstrennspannung von 30 Volt halt angegeben. Und dazu habe ich halt dann hier hinten nochmal Technical Parameters halt rausgesucht. Und dort sehe ich halt, Overcharge Protection Voltage ist eben 30 Volt. Dann hat man hier Low Voltage Protection ist 21,6 Volt. Also diese Sachen sind halt voreingespeichert. Und
da kann man halt nichts dran verändern, eben an diesem Laderegler. Ich bin aber ganz froh, dass es diese voreingespeicherten Werte halt gibt. Denn wie gesagt, ich kann sie weder manuell halt irgendwie, also oder ich kann sie weder ändern, noch kann ich sie manuell überhaupt eintippen. Und das Einzige, was wir halt machen können an diesem Laderegler, ist eine Spannung, eine Ladespannung halt einstellen. Und dazu gehen wir jetzt mal eben drüber. Das zeige ich euch halt dann eben mal direkt am Laderegler. So, hier sind wir und ihr seht halt, ne, also er zeigt 26,2 Volt an. Ihr seht hier auch 26 Volt, also 24 Volt System, Entschuldigung. So, das Ganze ist halt wirklich, also hier ist nur ein LED, hier nur ein LED, was jetzt gerade nicht leuchtet, weil kein PV-Leistung reinkommt. Aber wenn wir jetzt hier durchklicken, ich kann mich durch das komplette Menü einmal durchklicken und ich kann auch Einstellungen ändern, vornehmen. Und das Ganze kann ich halt machen, indem ich hier 3 Sekunden lang drauf drücke. So, ich komme aber immer nur in dieses Menü hier rein, wo ich halt hier die Spannung halt ändern kann. Dann geht es hier weiter mit diesen Einstellungen. Das sind alles Lastausgangseinstellungen. Es gibt keine weitere Einstellung. So, und dann haben wir jetzt hier, also das wird sogar im 12 für das 12 Volt System angezeigt. So, wir hatten gerade 29,2 gesagt. Durch 2 geteilt, dann sind wir bei 14,6. Die einstellen, 3 Sekunden lang drücken, dann ist der Wert eingestellt. Ja, also mehr Möglichkeiten habe ich hier gar nicht. Aber nochmal, wichtig ist halt, dass ihr darauf achtet, dass diese Werte zusammenpassen. Also auch wie bei mir, wenn ich jetzt keine Werte hätte, die hier zusammenpassen würde, also wenn der Unterspannungsschutz halt viel niedriger wäre, dann wäre es schlimm, dann würde ich den wahrscheinlich gar nicht benutzen. Ich benutze den aber, weil er eben halt einen Unterspannungsschutz halt hat. Also wenn ich hier am Lastausgang gehe. Wenn ich jetzt, hier habe ich ja, ihr seht ja, ich habe ja keinen Load-Ausgang. Da müsste ich halt einen Direktabgriff machen, aber dann würde halt ein Endgerät halt an den Batterien ziehen und ziehen. Und vielleicht auch mehr rausziehen, wie eben halt die empfohlene Mindestspannung, bei der man die Batterie lassen soll. Ja, so viel halt zu den Einstellungen. Also ich hoffe, ich konnte euch das jetzt hier ein bisschen näher bringen halt. Das ist ja alles hier mein System. Das heißt nicht, dass das halt alles allgemein halt gilt. Also allgemein gelten die Werte natürlich. Aber es heißt nicht, dass man das halt bei keinem Laderegler halt separat halt einstellen kann. Es kommt immer von Laderegler zu Laderegler, ist das unterschiedlich. Es gibt sicherlich oder es gibt auch Laderegler, hatte ich ja selber. Bei MagSky Blue kann man halt auch sämtliche Werte ändern. Es ist wichtig halt darauf zu achten, dass ihr diese Werte eben einhaltet, weil es gibt eben Laderegler, so wie dieser hier, der eben noch kein Lithium-Eisenphosphat-Programm halt vorinstalliert hat und daher müssen eventuelle Werte mit an, also ja, Werte halt, die für andere Batterien halt eingestellt worden sind, die müssen halt passen. Also achtet da bitte einfach drauf. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Die Firma Empertime hat mich gebeten, da einmal, das einmal zu erwähnen und mache ich gerne, gar kein Problem. Es findet jetzt ein Rebranding statt. Also demnächst wird Empertime unter Li-Time, L-I-Time, ich werde euch da einen Link unten in die Videobeschreibung reinpacken, erreichbar sein. Ihr werdet Empertime natürlich auch nach wie vor erstmal noch unter empertime.de weiterhin erreichen können. Allerdings wird das so ein schleichender Übergang halt irgendwann sein. Irgendwann wird empertime.de nicht mehr unter empertime, also wird Li-Time dann eben nicht mehr unter empertime zu erreichen sein. Ich glaube 6 Monate oder so soll die Übergangszeit halt sein. Natürlich halt zu erwähnen, ab jetzt Mitte Dezember beginnen die Weihnachtsaktionen. Also wenn ihr wollt, schaut gerne mal drauf, ob ihr jetzt dann halt auf Li-Time.de geht oder auf empertime.de. Ich packe euch dazu auch eben nochmal Links unten rein, wenn ihr gerne über die reingehen wollt. Würde ich mich sehr freuen, denn sind Affiliate-Links. Und wenn ihr euch dann halt eine der Batterien halt irgendwie zulegen wollt, dann bekomme ich eine kleine Provision halt dafür. Und warum das ganze Rebranding stattfindet, das weiß ich nicht. Also ich habe da nachgefragt, noch habe ich keine Antwort bekommen vom zuständigen Marketing-Mitarbeiter, mit dem ich halt Kontakt habe. Sollte ich da jetzt aber noch eine Antwort bekommen, bevor ich das Video so weit fertig habe, dass es halt hochgeladen wird, dann werde ich es noch hinten reinschneiden. Ansonsten packe ich euch das unten in die Kommentare und pinne das halt oben als ersten Kommentar an. Also für diejenigen, die es halt interessiert. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wie immer, das Video liken, teilen, kommentieren. Kanal abonnieren, Glocke drücken, denn dann verpasst ihr nicht, wenn ich ein neues Video hochlade. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal.